Ja, genau, unser Turm. Nur noch jede Menge vor. So ein bisschen. Was willst du denn als erstes fertig kriegen? Das Häuschen hier, oder? Ja. Oder? Ja, ist ja, pf, keine Ahnung. Wie viel haben wir denn da? Da ist ja auch jede Menge, ne? Ja. Fehlt noch einiges. Das muss mal wieder regnen. Ja. Kein Wasser da. Nö. Na egal, trinke ich eine Cola. Oder, Ja. ach nee, eine Soda ist das. Ah, okay. Ah, Aber so. Fleisch brauche ich. Ach, hast du ja auch was draufgelegt? Ja, klar, der Arme hat Hunger hier. Oh, ich habe ja gar nichts zu trinken. Das ist ja scheiße. Das ist ja Schiete. Hoch. Was nun? Ich brenne. Scheiße. Oh, weia. Ja, ich war zu gierig. Ich wollte schon essen und dann, ja. Was machen denn unsere Hasen hier? Ja, schön. Die sind alle lieb und artig. Gut. Ja, schnapp ich mir mal den Schlitten und dann gehe ich jetzt mal raus hier ein bisschen Holz holen, ne? Ja, ich muss auch, ich gehe mal wieder hacken. Wie brauchen wir? Boah, 217. Hey. Ja, das ist eine Menge. Und wie ist dieses Dead by Daylight? Oh, das ist echt interessant an und für sich. Kann man zwar nur eine Gruppe spielen, ne, aber das ist schon. Ja, schade, dass er auf der PS4 spielt. Ja. Das ist echt doof. Ja, ich meine, gut, auf dem PS4 könnte man schon irgendwann mal einsteigen, aber naja. Wie viele seid ihr denn jetzt eigentlich? Boah, ich glaube 6. Wo ist denn eigentlich jetzt hier meine? Da. Ja, müssten ungefähr 6 sein. Ich weiß nicht, ich habe das immer ab und zu gesehen. Ich meine, ich find die ganze Sache schon lustig, dass da einer so der Killer ist und die anderen rennen vor dem weg. Das ist schon lustig. Ja, macht auch schon Spaß. So, nebenbei mal, ist schon cool. Ich habe jetzt gerade gedacht, da hinten steht ein Pferd. Na, das wär's doch. Da waren nur Steine. Na, dann hacke ich mal wieder. Ja, ich mache auch gerade hier ein paar Bäume weg. So langsam müssten auch die Bäume, glaube ich, wieder nachwachsen, ne? Ich glaube, nach dem 10. Tag ungefähr wachsen die nach. Baum fällt. Ja, bei mir auch. Hattest du nicht letztens gesagt, du findest es komisch, dass noch kein Mutant aufgetaucht ist? Ja. Wieso siehst du einen? Nein. Ganz ehrlich, dann wäre ich schon längst wieder im Lager. Ja, das wäre jetzt echt ein bisschen doof, ey. Oh, das wäre echt. Wieso könnten wir uns jetzt rein theoretisch nicht gegen die verteidigen? Ja, doch. Ja, doch. Ich würde zum Boot Aber. schwimmen. Ja, ich glaube aber, ich glaube, der Spinnenmensch da, dieser Spinnenmutant. Ich glaube, der kann schwimmen. Er muss erstmal aufs Boot kommen. Naja. Na gut, ein paar Pfeile haben wir. Also kann man die nur mit Feuer töten oder was? Nö, muss nicht unbedingt, aber mit Feuer ist halt, die brennen ja noch eine Zeit lang nach und dadurch geht die Energie ja von denen weiter runter. Als wenn du jetzt nur einen normalen Pfeil nehmen würdest. Kannst ja auch Ist ja nicht. diese Molotow kannst du ja auch machen, Ja, ne? klar. Das geht auch. Das geht natürlich auch. Na, jetzt. Fährst du nicht nächste Woche auf die Gamescom? Ja. Genau, ich wusste doch, da war doch was. Ja. Am Donnerstag. Und
Ich habe mal geguckt, so. Aber es sind ja schon alles wieder ausverkauft. Ja, ich habe auch. Ich wollte erst ein Fachbesucher-Ticket mir kaufen. Aber ich dachte, nee, ach komm, ich wollte erst alleine fahren, weil keiner mit wollte. Und dann irgendwann sagte ein Kumpel halt, der würde auch mitkommen. Und dann haben wir nur noch diese Mittwochs- oder Donnerstagstickets von Saturn bekommen. Ja. Da mussten wir halt einen Tag nur nehmen, ne? Was sind nochmal die Voraussetzungen für ein Fachbesucherticket? Gar keine. Gar keine? Gab es da nicht mal irgendwelche Voraussetzungen irgendwie so? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, kann auch sein, dass du YouTube-Partner sein musst und dann den kommen wird. Aber ich weiß das nicht. Ich glaube aber nicht. Na gut, YouTube-Partner bin ich ja. ja, klar. Aber so viel wie ich weiß, sind da keine mehr. Ja, eine Woche klappt sowieso nicht. Ach, egal. Ich fahre nächstes Jahr. Ja, ist doof, ne? Eine Woche manchmal, aber... Shit happens. Ich habe gesagt, ich fahre da hin. Ich habe hier ganz viele Bäume für dich. Ja, ich habe eine Tour schon hier weg. Also ich bringe die gerade hierher. Ganz viele, ein ganzer Haufen. Vielleicht sollten wir noch so einen Schlitten bauen. Da, ganz ehrlich, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Dass man mal so zwei so Schlitten hat. Ja. Aber man kann die ja erstmal vollpacken und dann kann man ja zu zweit die dann wegbringen halt. Ja, naja, sicher, klar. Oder man baut mehrere Schlitten und haut die dann immer komplett voll und dann... Am Abend halt, kurz bevor die Sonne untergeht, schieben wir alle Schlitten rein oder so. Ja. Weil wir können ja, wenn es dunkel ist, wir können ja hier noch so ein bisschen Licht einbauen. So ein paar Fackeln hinbauen und so ein Sheet alles. Das kann man ja alles mogen. Boah, der Baum will hier nicht, ey. Baumfeld. Oh. Was denn? Alter, ist hier viel Holz. Ich hole mal auch die restlichen von hier. Ja. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendjemand. Oh oh. Ich weiß nicht, es hört sich hier gerade so ziemlich komisch an. Nach was denn? Welches Geräusch denn? Als wenn irgendetwas in den Büsche rumläuft. Ach so. Diesen Dicken hast du ja noch nicht kennengelernt, ne? Nein. Nee, der macht so ganz komische Geräusche, so als wenn er laut atmen würde. Oh Gott. Ja, deswegen sage ich ja wegen Geräusch. Und gegen den hat man echt selten eine Chance. Also da müssen wir echt Pfeile verschwenden ohne Ende, bevor er überhaupt mal stirbt. Und der reißt uns die Mauer ruckizucki ein, weil der geht eigentlich nur so ein bisschen, weil er halt fett ist, ne? Deswegen geht der. Aber der kann für einen kurzen Moment richtig schnell laufen. Und dadurch rennt er halt uns die Mauer ein. Das Wo ist denn jetzt? Da, ich wusste ja. es. Ich wusste, da ist einer hinter mir. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ach, da ist er. Hm? Ja, ich bin ganz schnell zu dir gerannt und hab gehofft, dass du mich beschützt. Selbstverständlich. Jetzt haut der ganz schnell ab. Ja, weil ich das Schwert gezuckt habe, ja. Ach, da ist noch einer. Oh, jetzt ja. Auch. Nee, nee, nee. Wo ist er? Ui, ui. Da ist er, hinter dir. Hinter mir. Ich schlag... Wow. Scheiße. Wow. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ja, der ist tot. Er kann gar nicht tot genug sein. Nee, eigentlich nicht, oder? Also, die netten Nachbarn hier. Gib mir mal ein paar Zähnchen, so. Hast du schon einen Schlitten, einen zweiten gemacht? Weil sonst baue ich den eben dann. Ja, dann bau mal, oder? Ich baue mal. Wo ist er denn?
Dann baue ich auch noch einen, dann haben wir drei. Jo. Jetzt mal gucken, wo war der denn nochmal? Da, Baumstammschnitt. Happen. Halt, jetzt habe ich ein Baumstammlager gebaut. So, ja. Happen. Tick, 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 tick. Mein Schwert, da. Jetzt brauche ich natürlich ein bisschen kleinere Stöcker hier. So. Ach, einer noch. Mensch. So, einer ist fertig. Ja, meiner ist auch gleich. So, fertig. Da liegt noch ein Holz. Auch Baumstamm. So. Können wir den auch noch vollhauen hier. Alter, wie viel Holz hier liegt. Oh. Ja, ich war fleißig. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so gerade in Arbeitslaune irgendwie. So, dann bringe ich mal den hier rein. So. Ach so, wir haben schon fertig. Okay. So, zwei sind schon fertig. Soll ich noch mehr hacken? Ja, mach ruhig, dann hauen wir alles voll danach und dann. Gott, dann hack ich mal weiter. Wir brauchen eh 200. Also beide Schlitten sind, also drei Schlitten. Ein fährst du, glaube ich, gerade weg, ne? Ja, genau. Gut, zwei sind schon wieder voll. Ja, wunderbar. Ja, siehst du, rucki-zucki fertig hier. Ja, die Feuerwehraxt, darum könnten wir uns auch mal irgendwann mal kümmern. Feuerwehraxt? Ja, die ist halt stärker zum Hacken, ne? Ach, wo liegt denn die? In der Höhle. Oh, 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 oh. Ja. Nur da müssen wir durch mehrere Tunnelgänge durch. Ja. Und da sind auch ein paar andere noch. Da! Ich, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, ich habe hier vier Stück. Ich komme. Muss mal eben schnell hier einen Powerriegel essen. So, jetzt. So, oh Gott, eins, zwei, drei, vier Stück, ja, und los. Zack. So, einen habe ich. Sehr schön. So. Wo sind die jetzt hingelaufen? Wie ist wieder zu ihrem Lager sind die gelaufen? Wie hast du sie denn, hast du denn einen gekriegt? Wir sind alle beide. Ich hatte ja beide angeritzt hier, aber die sind abgehauen. Ja, und der eine Typ ist auch abgehauen wieder. Naja. Ich verbrenne die mal hier schnell. So und so. Halt, da kommt jemand. Der war auf dem Baum. Oder sie. Das ist ja heftig. Ich wusste gar nicht, dass sie auf den Baum gehen kann. Mädels, zieh dir mal was an. So. Hier nichts an, nur ein Rock. Irgendwo war hier noch einer, ne? Oh, das ist, dieses Bild hier ist gerade voll eklig, ne? Ja. Ja, hier liegt sie, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, was da ist. Ich glaube, das ist die Keule von ihm. Mhm. Aber wo hier so ein, hier sieht aus, ja, als wenn hier so ein Totenkopf aus, ne? Du siehst das. Mhm. Huch. Ah. Sieht sehr komisch aus. Ja. Jetzt ist es weg.
Oh mein Gott. Sie hat ein Kind geboren. Wo ist es? Das sah echt komisch aus. Ein Kind. Oh. Also wie diese Mutantenkinder da. Ja. So, genau, weiterhacken wollte ich. So, ich nehme wieder einen mit hier. So. So, jetzt. Ah, so langsam wird's. Wir sind ja auch ziemlich nah an so einem Dorf von denen, ne? Ist ja kein Wunder, dass die das mitkriegen. Ja, klar, ne? Das ist ja direkt da vorne. Aber ich finde den Platz hier echt super, also. Da haben wir echt was Gutes gemacht hier. Wo hast du denn vorher, also du hattest das ja auch schon mal alleine gespielt. Ja. Wo hast du denn vorher gebaut? Da wo wir mit den mit dem Flugzeug abgestürzt sind, da ist ja auch so ein kleiner See und da habe ich immer gebaut. Ja. Also nie am Ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Oh mein Gott. Ich renne gerade weg. Ja, renne ruhig weg. Scheiße, ich kann nicht rennen. Das ist natürlich nicht gut. Du musst mir helfen. Ja, ich nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh Scheiße, 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 Scheiße. Ich versuche zu kommen. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh mein Gott. Ich bin. Oh Gott. Ich glaube, ich bin tot. Oh mein Gott. Ich muss. Oh Gott, und da ist einer. Oh mein Gott, ich habe keine Energie mehr. Wir haben hier drinnen einen. Ich kümmere mich gerade drum. Oder zwei? Huch. Also ich habe draußen einen. Und ich bin tot. Ehrlich? Nein, ich auch. Nein. Scheiße. Wir werden gerade gefressen. Ja. Bist du auch tot? Ja. Okay, dann drücke ich E. Oh mein Gott, scheiße. Ey, wir haben so gut... Das ärgert mich jetzt voll. Oh. Ja gut. So. Können wir wieder aufrüsten hier. Ah, ich muss unbedingt ein Tablett mitnehmen. Ach so, ja genau. Siehst du, da liegt's doch, glaube ich, ne? Ah, da kann ich nur was essen. Aber, nee, ich kann das nicht mitnehmen. Ist ja unkig. Hab ich es denn? Ich hab's aber. Direkt rechts, jetzt da liegt doch eins, ne? Ja, ich kann es nicht nehmen. Also bei mir wird nichts angezeigt. Hä? Das ist ja merkwürdig. Oder habe ich es von woanders genommen? Nö. Nee. Ah, schön. Ja gut, wenigstens sind unsere Leichen. Ja, ein Glück. Ja, da wo wir gebaut haben. Das ist schon mal ein Vorteil. Das stimmt. So, fertig? Ja. Gut, dann lass uns mal wieder zu unseren. Oh mein Gott, die kam in dem Moment, wo ich gerade vom Hacken keine. Oh, wir müssen da unten runter. Wo ich dann gar keine Energie mehr hatte, ne? Und dann, ja, waren, da, ich auch. Und dann waren da auf einmal 6 Stück, ey. Und oh, ich denke mir nur so, scheiße, renn in dein Lager, ne? Und dann hatte der keine Energie mehr zum Rennen. Ja, ich hatte auch keine Energie mehr gehabt. Scheiße, ey, dann kam er. Boah. Mhm. Ach mein Gott, das stört mich voll. Wo bist du? Ja, hier in so einem Teich, wo kein Wasser drin ist. Hm, merkwürdig. Aber mich stört das jetzt voll, dass wir so schön alles aufgebaut haben und dann... Ja, ne? Huch, Lurch. Scheiß Lurch. Da. Oh, unsere Falle. Ich bin fast in eine Falle gefahren. So, meinen Rucksack habe ich schon mal. Ich bin drin gefallen. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich glaube, du musst das Tor reparieren. Ja, das muss ich wohl wirklich. Scheiße. Ach, Menno. Aber ich habe auch wieder alles.
Sehr schön. Ich baue mal unser Feuerholz auf, unser Feuer wieder auf. Ja. Toll, einbau. Oh, Gott sei Dank, ey. Ja gut, dann holen wir mal erstmal die Dinger wieder rein hier. Tor ist ja noch auf, naja. Das war, da war das gerade ein Erlebnis, ey. Hui. Ja. Ich würde sagen, wir schieben jetzt alles rein, oder? Oder machen den erstmal voll. Wie viele haben wir denn hier noch überhaupt? Hier steht ein voller, wo ich bin. Genau, dann Hier ist einer ist, glaube ich, unten, ne? einer ist unten, also den noch voll und dann rein erstmal, oder? Genau. Ich mache den mal voll hier. Ja, es wird eh schon dunkel. Ja, bevor die gleich wiederkommen, ey. Ja, deswegen. Okay, mehr geht nicht, ne? Ach, jetzt habe ich einen weggenommen. Ach so. So, jetzt aber. So. Schnell rein hier. Ach, ich hänge. Ich mach direkt zu. Ja, mach mal zu. Das wäre besser. Na, jetzt. Mein Gott, ey. Diese Steuerung von dem Ding. Ja, das ist doof, ne? Die ist so ein bisschen komisch. Zack, zack, zack. Ja, guck mal, sind ja nur noch 177. Ja, passt schon. Ja. Ist ja nicht mehr viel. Warum wird mir das denn nicht nur, warum wird mir das denn immer dann da unten angezeigt? Ich verstehe das nicht. Jetzt wird es mir gar nicht angezeigt. Hallo, ich will bauen. Hä? Ach so, ja, hier, ne? Hier wird es auch angezeigt, irgendwie, ne? Ja, aber ah, da, jetzt, ah, na da. Jo, tatsächlich, ist ja cool. Was steht da? 162 und 77, 78 haben wir schon. Das macht Freude. Ja, so ein bisschen, ne? Aber hier brauchen wir auch noch Holz. 78. Huh. Merkwürdig, merkwürdig. Oh. Habe ich einen Schildkrötenpanzer? Echt? Ja, oh, tatsächlich. Guck an. Ich frage mich immer noch, wie die hier reingekommen sind, so schnell. Tja. Ich weiß es nicht. Ah, da läuft schon wieder einer rum. Oh nein. Ich speichere schnell. Jo, speicher du mal bitte. Können wir schon schlafen? Ja, Ja, die schlafen können wir laufen da auch. alle rum. Ui. Können wir schon schlafen? Ja. Ja. Gut, dann lass das mal schnell machen. Ja, würde ich auch sagen. Juhu. Und sind sie noch da? Nee, ne? Okay, und wieder voll machen. Ach so, oh, ich muss erst was essen. Ja, ich muss auch erstmal draufhauen hier. Nein, ist das doch nicht roh? Guten Appetit. Schmeckt bestimmt sehr gut. Ich weiß es nicht. Scheiße.
Oh mein Gott, wie lange braucht. Ah, jetzt. Ja, perfekt, ich bin satt. Besser geht's doch nicht. So, dann hau ich mal das Tor wieder auf hier. So, ein bisschen getrunken und weiter geht's. Du hast Tor auf, dann fahre ich schon mit den ersten Schlitten raus. Ja, ich hau auch schon mal einen hier. Na, jetzt. Aber es ist echt komisch, dass du nur von deinem Häuschen und von diesem Schlitten diese gelbe Fahne hast. Also ich fände das besser, wenn sie das mit den Fallen auch gemacht hätten. Ja, ne? Vor allen Dingen diesen Hasenfallen-Dinger da, ne? Ja. Das stimmt. So musst du jetzt immer suchen, wo die sind, ne? So. Ja, ich hol noch den anderen eben. Ja. Na, geh doch rein da. Sehr schön. Ja, guck mal, der eine ist schon wieder voll. Zack. Und wie war die Woche so für dich? Ja, ich habe ein bisschen anstrengenden Tag gehabt am vorgestern. Aber ansonsten. Oh, schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Ach, du bist schon da. Der ist tot. Sehr schön. Der ist voll. So. Irgendwie verschwinden meine Pflanzen hier über. Überall. Komisch. Sobald ich da vorlaufe, sind die Pflanzen. Oh mein Gott, sieh, guck mal, hier sind Boote. Ja. Mit Seil? Mit Seil. Ich guck mal, das Wasser. Ich sehe das Wasser gar nicht. Echt nicht? Ich kann. Nö. Jetzt erst. Erst wenn ich drinne bin, sehe ich das Wasser. Oh. Es ist aber da. Ja. Klar. Naja. Ein Grafikfehler hier bei mir. Na. Ich will keine Pilze essen. Ja, guten Hunger. Das mit dem rohen Fleisch hat mir gerade schon den Rest gegeben. Ja, das muss wohl lecker sein. So. So, dann bringe ich mal schon wieder rein hier. Jo. Versuch mal hier wieder weiter zu hacken. Ich hatte jetzt die ganze Zeit immer die Angst da, dass jetzt gleich einer wieder um die Ecke kommt. Ja. Wenn jetzt nochmal einer kommen sollte, renn ich erstmal einfach rein. Ja, genau. Ich verstehe gar nicht, warum die uns was Böses wollen. Wir können doch echt gute Nachbarn sein. Ja, ne, eigentlich. So lieb, ey. Mann. Irgendwas haben die doch gegen uns. Irgendwie erinnert mich das alles hier so an die Serie The 100. Ich weiß auch nicht. Wie heißt der Film? Die Serie? The 100. Ach hier, 100 meinst du was? Ja, 100, ja. Ja. Sag das immer so.
Ich weiß nicht, das erinnert mich total hier so mit dem Wald und mit dem Absturz und so. Jedes Mal, wenn ich das zocke hier, dann kriege ich immer voll Bock, die Serie zu gucken. Ist das da mit den Dicken? Sind das 7 Mann, glaube ich, oder 8 Mann? Nein. Das ist, ich weiß nicht, wie es heißt. The Lost, glaube ich, oder Lost. Ach so, ja, genau. Nee, das andere ist doch mit so, irgendwie... Ach, da, die Erde wurde ja von so Nuklearwaffen und so zerstört und einige Menschen haben dann halt so Archen im All halt erschaffen, wo sie dann gelebt haben. Mhm. Und weil aber langsam von den Archen irgendwie die Luft und auch die Vorräte halt knapp wurden, so nach einigen Jahren oder Jahrzehnten eher gesagt, haben sie dann halt beschlossen, um das alles ein bisschen zu dezimieren, die Kinder so zwischen, ich glaube zwischen 16 und 18 Jahren runter auf die Erde zu schicken, um halt zu schauen, ob die Erde wieder bewohnbar ist. Okay. Und ja, diese Jugendlichen werden dann halt da runtergeschickt und müssen dann halt ums Überleben kämpfen, weil man kann auf der Erde halt zwar wieder leben, aber es stellt sich heraus, dass auch andere Überlebende da sind. Andere Menschen, die natürlich besser angepasst sind an das alles und die wollen die natürlich da nicht haben. Okay. Aha. Und dann, ja, kommen dann halt da so Kriege und all sowas und dann landen irgendwann die Erwachsenen, landen dann auch da. Ja, und die Kinder wollen sich da natürlich da nichts mehr sagen lassen, weil die natürlich die ganze Zeit da überlebt haben. Ja. Ja, und dann halt natürlich das übliche Intrigen und so. Ist schon ganz cool.